Ja, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Heute habe ich auch wieder was erlebt, das muss ich euch unbedingt erzählen. Ich war bis gerade eben unterwegs in Krankenhäusern. Ihr müsst euch vorstellen, durch die ganze Corona-Erkrankung war ja meine Nase die ganze Zeit zu. Und dadurch habe ich extreme Probleme mit meinem Ohr wiederbekommen. Ich bin mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen, nur nach innen gerichtet halt. Also ich habe auch nicht dieses Zipfelchen-Ding da, ihr wisst, was ich meine, ne? Im Mund, also das habe ich nicht. Auf jeden Fall habe ich seit meiner Geburt eigentlich immer Probleme mit den Ohren. Und ja, gerade jetzt durch Corona, wie gesagt, war meine Nase ja komplett zu die ganze Zeit. Ich hatte trotzdem auch Nasentropfen, alles jetzt gehabt, benommen. Dennoch habe ich extreme Ohrenschmerzen dadurch bekommen und die sind auch so stark. Die letzten 2 Tage wurden die immer stärker, dass selbst Ibus nicht mehr geholfen haben gefühlt. Und ja, auch so wie eine Flüssigkeit wie mit Blut auch rausgekommen ist aus dem Ohr. Und ich wirklich einfach Schmerzen hatte, dass wir gesagt haben heute Morgen, nee, wir rufen jetzt beim Ohrenarzt an. Haben beim Ohrenarzt angerufen, eigentlich meinem Ohrenarzt, der zu dem ich seit ja, 15, 20 Jahren gehe. Der gibt es ja auch nicht mehr. Der gibt es nicht mehr. Der ist irgendwie aufgelöst und es gibt jetzt eine neue Praxis und die hatte aber meine Akte da gehabt, wo dann halt auch ne, die Problematik ja auch drin stand so. Und als sie es gehört haben, war auch sofort nach dem Motto ganz schnell, ja kommen Sie her, so nach dem Motto, habe aber natürlich auch gesagt, ich habe auch Corona gerade. So, also ich bin auch positiv. Und dann die gesagt, nee, da schwierig, dann nicht. Dann nicht kommen, dann erst kommen, wenn sie negativ sind. Ja gut, dann ist es aber auch irgendwie so gefühlt zu spät. Ich sollte doch im Krankenhaus bitte anrufen. Okay, wir uns schlau gemacht. Es gab ein Krankenhaus, wo ein Ohrenarzt drin ist in dem Krankenhaus, konnten bei diesem Ohrenarzt direkt anrufen. Haben wir gemacht. Dieser wiederum hat gesagt, gehabt, nee, hören Sie zu, wegen Corona positiv ist es schlecht bei uns. Rufen Sie doch bitte bei dem und dem Krankenhaus an, also Krankenhaus Nummer 3, also beziehungsweise dritte Station. Die müssen sie annehmen. So, okay, alles klar. Weil da haben wir dann auch schon gesagt, es kann ja nicht sein, dass nur weil man Corona hat, dass man nirgendwo mehr behandelt wird, praktisch. Weil du kannst ja auch während du Corona hast, auch abseits davon andere Sachen haben, die schlimm sind oder die dir wehtun und wo einfach du Hilfe brauchst in dem Moment. Egal, auf jeden Fall, wir rufen bei dem nächsten an. Diese Dame, die da dran ist, sehr, sehr freundlich, hat gesagt, kommen Sie vorbei. Sie müssen zu dem und dem Schalter, das ist ein Isolierraum. Und hat das so erklärt gehabt, dass wir praktisch dahin gehen, uns anmelden. Ich gehe in diesen Isolierraum rein und irgendwann kommt dann ein Arzt direkt rein, guckt sich das Ohr an und dann, ja, kann man mir halt helfen oder mir auch was verschreiben, was auch immer. Ne? Okay, wir fahren da also hin. Das ist in einer anderen Stadt gewesen, also nicht in der Stadt, wo wir wohnen. Fahren in diese andere Stadt. Ja, kommen da an, also wie gesagt, mit Corona, ne, nochmal betonen, kommen da an, gehen dahin. Erstmal war da so ein Security-Typ, der gefühlt gar keine Ahnung hatte. Der hat dann gesagt, der holt jemanden. Dann war der, ich sollte draußen stehen bleiben. Dann stand ich da knapp 20 Minuten draußen vor der Tür und sollte da stehen bleiben, während er irgendwas gemacht hat. Der ist zwischendurch dann nochmal gekommen und hat gesagt, ich habe dich nicht vergessen. Dauert einen Moment noch. Ich so, okay, gut. Ich denke, dass er irgendjemanden holen wollte, der vielleicht gerade beschäftigt war. Das kann ja auch passieren, das kann ja auch absolut sein. Ich meine, die Leute im Krankenhaus haben so einen Stress, das will man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das bin ich vollkommen bei jedem. Ich habe auch, darf will ich mal kurz schon mal sagen, Respekt vor jedem, der im Krankenhäusern arbeitet und da sein Bestes gibt jeden Tag und so. Und für andere im Prinzip arbeitet, diese sozialen Berufe gefallen mir sehr, sehr gut. Bin ich ein Fan von. Das will ich trotzdem nochmal vorab sagen, auch wenn hier einiges schiefgelaufen ist. Jetzt pass auf. Dann kam eine Frau raus, die hat dann gesagt, ja, was ist denn das Problem? Ich nochmal gesagt, ist mein Ohr, ich habe seit einer Woche Corona, wir haben da angerufen. Ja, wen haben Sie denn angerufen? Ja, hier irgendeine Nummer, also die Nummer, die hier im Internet steht, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Ja, nee, das kann nicht sein, ich bin seit 6 Uhr morgens da. Puh. Und dann denkst du dir so, du musst da, du hängst da mit Schmerzen, mit Corona und musst mit dieser Frau diskutieren, ob du angerufen hast oder nicht. Und sie sagt, nein, kann nicht sein. Und ich sage, doch, 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 doch. Es ist so. Das ist so wie so ein kleines Kind. Nein, doch, nein, doch. Und ich sage mir, Alter. Dann habe ich gesagt, ich so, hören Sie zu. Woher sollte ich das denn wissen? Wir sollten hier zu diesem Isolationsstandpunkt kommen.
Hier sollte eigentlich ich da rein in diesen Raum, der Raum war ja direkt vor mir, in diesen Raum reingetan werden und dann sollte ein Arzt kommen. Ja, Moment. Sie wieder weg, wieder 10 Minuten später kam sie raus. Ach so, ja, eine andere Schwester war da dran, das stimmt schon, sie hatten angerufen. Aha, oh, ho, ho, ho. Das heißt, sie hatte sich ja dann doch getäuscht gehabt, ne? Da hat sie mich schon so kommen, scheiß drauf, ne? Aber es ist kein Isolierraum frei. Und ich dachte, ich stand vor dem Raum. Also der war halt, da war eine Scheibe, du konntest halt reingucken, ne? Der war leer. Und ich dachte so, was? Hä? Hier? Hä? Und sie guckt so, ja, ist keiner frei. Und ich wieder, hä? Sie sagt, aber einen Moment, ich muss das noch abklären. Ich so, okay. Und die hatte den Raum schon auf, ne? Die Tür war schon auf. Dann hat sie ihn wieder zugemacht, ist wieder reingegangen. Ich dachte, was geht jetzt ab? Wieder 5 Minuten diesmal gewartet, das ging diesmal schneller. Dann kam die nächste Frau raus und hat gesagt, wir dürfen sie leider gar nicht behandeln, wegen irgendeinem, boah, frag mich nicht, KRK, KNK, irgendwie so eine Regelung, weil die anderen Praxen ja, ja, das kommt immer noch ab und zu mal, weil die anderen Praxen ja noch aufhaben. Also es haben ja noch Ohrenärzte auf. So, und daraufhin habe ich gesagt, ist ja, aber die Ohrenärzte haben ja gesagt, wir sollen hier hinkommen. Und das andere Krankenhaus hat gesagt, wir sollen hier hinkommen. Hier jemand am Telefon hat gesagt, wir sollen hier hinkommen. Und jetzt sagen Sie mir, nein, man darf gar nicht hier, also ich darf gar nicht hier behandelt werden. Ja, richtig. Ja, und nun? Ja, hier haben Sie, Sie sollten am besten bei einer Praxis nochmal anrufen, das dann da sagen. Okay, alles klar. Wir rufen bei der ersten Praxis an. Die wollte einen Termin uns dann geben für nächste Woche. Clever auch, ne? Weil dann wäre es halt wahrscheinlich nicht mehr positiv. Ich habe ja gesagt, das ist schon eine Woche Corona. Das bringt mir auch nichts. Das muss ich immer noch drüber reden. Das war nicht schlecht. Ja, dann sind wir von der anderen Stadt wieder Richtung nach Hause gefahren, haben bei dem ersten Arzt angerufen, der ja ursprünglich uns zum ersten Krankenhaus geschickt hatte. So. Haben ihm dann gesagt gehabt, hören Sie mal zu, das Krankenhaus hat gesagt, wir müssen zu der Praxis zuerst kommen, weil solange die aufhaben, ich da nicht behandelt werden darf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schwör's euch, der eine wusste nicht, was der andere machen soll. Die haben sich das alles nur gegenseitig hin und her gespielt. Das war so crazy. Du hast auf gut Deutsch eigentlich, muss man es wirklich sagen, wenn du gerade Corona hast und du hast irgendwas anderes, irgendwas passiert mit dir, du bist voll im Arsch. Selbst wenn du gefühlt irgendwie umknickst und dir dein Fuß bricht, du bist gefühlt voll im Arsch. So, das ist so, so crazy. Auf jeden Fall habe ich dann halt weitere Schmerzmittel wieder genommen gehabt jetzt, damit ich einigermaßen klarkomme. Ja, und dann hat dieser erste Ohrenarzt hat dann gesagt, ja, passen Sie auf, also das war ja die Schwester oder so, die da dran war, der Empfangsfrau, sag ich mal, Empfangsfrau so. Die hat dann gesagt, pass auf, ich hole mal den Arzt, da können Sie mit dem Arzt hier führen. Ja, alles klar. So, der Arzt hat schon mal erstmal ganz anders geredet, der hat das auch viel mehr verstanden. So, dann hat er aber praktisch eine, ich sag mal, Telefonprognose gemacht. Also er hat dann mit meiner Freundin telefoniert gehabt, so ungefähr, was habe ich, dies, das. Und die hatten ja meine Akten, deswegen war es für mich von Anfang an am sinnvollsten, dahin zu gehen, weil ich ja in dem Sinne ein Riesen, also ich habe das ja wirklich seit meiner Geburt, diese Probleme, ne? So, und es macht einfach extrem viel Sinn immer, wenn auch ein Arzt drauf guckt, vor allen Dingen, weil ich habe aktuell auch noch ein Loch in meinem Trommelfell. So, deswegen ist es sowieso so eine Sache. Das sollte eigentlich operiert werden. So. Auf jeden Fall hat er jetzt dann uns irgendwelche Ohrentropfen oder so verschrieben, die jetzt dann einer aus meiner Familie abholen muss und uns dann bringen muss. Und dann soll ich die nehmen in Verbindung mit den Schmerztabletten, dann gucken übers Wochenende, wie es ist. Sonst nächste Woche reinkommen, wenn ich negativ bin. Ja, das war meine Story von heute. Wurden echt gut hin und her geschickt, bei zwei Krankenhäusern dann abgewiesen. Ja, bei zwei Ärzte waren, wie gesagt, komplett lächerlich. Ich sag gar nicht viel dazu, weil ich will mich über niemanden lustig machen, aber das ist schon echt. Ich fand es einfach nur traurig und wollte das auch erzählen, dass im Prinzip nur in Anführungszeichen, wenn du Corona hast, du nirgendwo mehr überhaupt behandelt wirst. Also, das ist halt echt krass so, dass wir seit 2 Jahren Corona haben und es dafür keine Lösung gibt. Im Prinzip ist ja
die Lösung Krankenhäuser, die haben diese Isolierräume. Und da muss es ja irgendwie, es muss ja irgendwie Stationen geben auch, wo du einfach isoliert rein kannst, der Arzt dann mit so einer Art, ich sag mal, Verkleidung, ne, diesen Anzug reinkommt und dich wenigstens kurz untersuchen kann. So, das ist ja schon für Notfälle, muss ja irgendwie sowas sein. Vor allem, wenn du dann denen auch sagst, du blutest so aus dem Ohr und so, und die sagen alle so, ja, es ist scheiße, die müssen ja auch zum Arzt, ne? Also die geben dir ja auch recht, du musst auch zum Arzt, aber irgendwie weiß keiner, zu welchem du hin musst. Also das ist schon krass. Auf jeden Fall, ja, Fazit. War ich da sehr enttäuscht, sehr traurig drüber. Dennoch sage ich auch, ich habe tiefsten Respekt vor Leuten, die diese Berufe machen. Die Einzelnen können da ja auch gar nicht groß für. Ich denke, da fehlen einfach diese Regelungen, die dann alle Bescheid wüssten müssten. Klar gibt es auch immer ein, zwei blödere Leute, sage ich mal, ne? Da hatten wir heute wirklich zwei extrem unfreundliche Leute auch gehabt. Aber man weiß ja auch nie, was hatten die für eine Schicht und so. Ich bin auch so ein Mensch, weißt du? So mich dann auch in die reinzusetzen, denken, boah, vielleicht hatten die auch echt einen Kacktag und so, alles gut, ne? Aber da war ich jetzt echt schon sehr, sehr geschockt. Ja, ich hoffe, dass die Ohrentropfen später nochmal mehr helfen werden, in Verbindung dann zusammen mit den Schmerzmitteln. Und da melde ich mich morgen wieder mit einem richtigen Video. Heute gibt es halt nur dieses Storytime-Video dann, weil ich denke, dass ich dann später wieder flach liegen werde. Ja, und dann morgen, was haben wir morgen? Donnerstag. Morgen gibt es dann den Ausblick. So, den drehe ich dann. Alles klar. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und bis dahin, euer Nico. Ciao.